Hallo, ich bin Mike von der Nosch. Heute will ich euch unsere Arctic-Baureihe vorstellen. Und zwar sind das klassische Dispenser zum Kühlen und Ausschenken von nicht kohlensäurehaltigen Getränken. Ihr könnt in den Maschinen eigentlich so ziemlich alles fahren. Es gibt zwar Unterschiede, es gibt Geräte, die sprudeln, es gibt Geräte, die einfach mit dem sogenannten Caddy-System das Produkt nur leicht bewegen. Das ist ein Gerät mit 12 Liter Kapazität mit Caddy-System. Es gibt die Maschinen mit 6, 8, 12 und 20 Liter mit 1, 2, 3 und 4 Kammern. Wobei der Standard normalerweise ist einmal 8 Liter, einmal 12 Liter, zweimal 12 Liter. Das ist eigentlich so die gängige Größe. Und ich zeige heute, wie das geht, wie man das Gerät auseinanderbaut, wie man es reinigt und wie man es wieder zusammenbaut. Um das Gerät zu reinigen, schaltet man das Gerät aus. Das geht hier vorne über den Hauptschalter. Und dann kippt man das Gerät ganz leicht nach vorne, hält die Ausgabe gedrückt, damit läuft Restprodukt hier unten in die Tropfschale. Man lässt das Ganze los, nimmt jetzt den Deckel ab, drückt die Ausgabe nach hinten, zieht den Ausgabeschlauch nach hinten raus und kann jetzt hier hinten über einen Hebel das Ganze, den ganzen Behälter, ganz vorsichtig leicht abnehmen. Die Ausgabe selbst wird einfach nur leicht nach vorne gezogen, abgenommen und ist dann entsprechend, kann man die nicht mit Maschine machen. Ebenso kann man sehr einfach hier die Displayscheibe wechseln und durch ein anderes individuelles Display ersetzen, so wie man es gerne möchte. Wichtig ist dann noch, dass man die Behälterdichtung abnimmt und hier vorne den Magneten abnimmt. Nun kann man das alles reinigen, hier vorne mit warmem Wasser und einem üblichen Spülmittel sauber machen und natürlich kann man die Tropfschale entnehmen und hat dann hier noch den Tropfschalendeckel und kann das alles entsprechend schnell in die Spülmaschine machen. Wir haben die Maschine auseinandergebaut und sauber gemacht. Jetzt wird sie ganz einfach wieder zusammengesetzt. Zuallererst die Tropfschale aufgesteckt. Dann wird hier die Ausgabe aufgesetzt. Das Ganze verrastet. Jetzt hätte ich es fast vergessen. Natürlich erst die Behälterdichtung. Ist schön, wenn man das mal auf einer Messe macht und 12 Liter Produkt laufen aus dem Behälter raus. Als nächstes wird der Magnet wieder eingesetzt. Es empfiehlt sich hier ein kleines bisschen Granitorenfett, was man über uns beziehen kann, draufzusetzen. Der ist jetzt schon gefettet, damit er einfach sauber läuft. Er rastet automatisch ein. Man nimmt den Behälter. Der hat am hinteren Ende eine kleine Nase. Die rastet einfach im Gerät ein. Man drückt das Ganze leicht nach unten. Man hat es einrasten gehört und nimmt jetzt den Ausgabeschlauch. Ich mache das hier mit der Hand, normalerweise natürlich nach Reinigung und Desinfektion mit dem Handschuh. Setzt den einfach ein. Jetzt füllt man Produkt rein, Deckel drauf, Maschine einschalten und fertig. So, ich habe die Maschine jetzt einfach mal mit einem Waldmeisterprodukt befüllt. Was jetzt passiert ist, das Produkt wird permanent bewegt. Das heißt, ich habe eine permanente Umwälzung und es wird permanent über die Verdampferplatte geführt und dadurch gekühlt. Wir haben hier ungefähr eine Temperatur von 5 Grad eingestellt bei der Maschine. Das heißt also, ich habe jetzt 12 Liter, die ausschankbereit sind. Warum sollte man solche Dispenser in der Gastronomie einsetzen? Ist eigentlich relativ einfach. Man sieht das Produkt, es ist appetitlich, es ist schön, es ist dargeboten, es ist kalt, es ist ausschankfertig. Wenn wir es jetzt noch ein bisschen länger laufen lassen, bildet sich hier auch so eine leichte Kondensschicht am Gerät und Leute kommen einfach und tätigen einen Impulskauf. Das ist was anderes, als wenn ich jetzt irgendwo ein Produkt habe, was ich erst öffnen muss und am Tresen muss, sondern hier kann man kommen, gerade Kinder laufen dran vorbei und sagen, das will ich gerne haben. Kann ich nur empfehlen, ist eine schöne Sache. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf uns zu, ruft uns an oder schreibt uns eine Mail, gerne auch unter www.nosch.de oder folgt uns hier bei YouTube und ihr habt natürlich auch noch mehr Infos auf Instagram und Facebook. Vielen Dank!